Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom AirPod Simulator 2014. Juhu! Ich hätte eigentlich nochmal in der Pause googeln können, was da jetzt los ist, warum es inaktiv ist. Wie sieht das jetzt aus mit dem Flugzeug? Braucht keiner. Ich meine schon wieder Übles. Ich muss bestimmt einfach nur da vorne hin, oder wie soll ich? Ey, wieso ist das Flugzeug inaktiv? Kann mir das mal einer erklären? Und wo zum Henker muss ich hin? Hier ist nix. Boah, verpiss dich. Aus dem Reinigungs der Basis. Sollen wir müssen mal zurückfahren. Alter, wollt ihr mich verarschen? Da setzt ihr dieses beschissene diesen beschissenen Pfeil hin. Ihr habt doch einen Arsch offen. Alter, ich krieg von diesem Spiel einen Anfall. Ganz ruhig, Dominik. Alles gut. Es ist nur ein beschissenes Spiel. Was unter 2 Euro dich gekostet hat. So, musst du mich mal gerade wieder motivieren. So, wenn die Folge vorbei ist, haben wir schon ein Viertel von der Wette geschafft. Sanft reingleiten. Ja, so ist fein. So, jetzt würde ich aber echt gerne mal wissen, warum das Flugzeug inaktiv ist. Und können wir was aufrüsten hier? Nö. Brauchen wir nicht? Nee, da kommen wir hier hin. Vorsitzen. Hilfe. Geldauswahl. Nach der Landung musst du das Gate aussuchen, wo das dann das Flugzeug parken soll. Du kannst mal auf leere Gates. Bin grün, Auto. So, das ist ja schon mal sehr hilfreich. Nicht. Kamerasteuerung, Tower, haben wir. Wow. Aufgabenliste. Spalte 1, Spalte der Aufnahme. Roter Fall, eine Aufgabe. Arbeit läuft. Spalte 2. Na. Werden wir mal nach dem gesetzten Termin Geld. Ey, ich sehe hier nichts. Nein, hier ist einfach nichts. Wenn es ich peile einfach nicht. Was? Also, das haben wir noch nicht gemacht. Moment, ich bin ja jetzt hier ganz bescheuert. Ja, wir müssen dahin. Also das hat sich mittlerweile echt an diesem Spiel, diese Pfeile. Wird jetzt man ruhig ein bisschen besser gestalten können. Zum Beispiel irgendwie hier vorne so ein Pfeil oder so etwas. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel das war, aber die hatten das ziemlich cool gelöst. Da war einfach über dir so ein Pfeil. Und der hat dann in die Richtung so geweist, wo du hinfahren musst.
Ah, da sind noch. Nimm mal G3. Warte, das hat bis jetzt gedauert, bis jetzt. Das bewegt sich wirklich. Jetzt will ich mal gerade was testen. Alter, Laterne, aus dem Weg. Ich will zu dem Flugzeug und schauen, ob ich das umfahren kann oder so. Das ist traurig, dass so eine Karre schnell ist als so ein Flugzeug. Also ich bezweifle, dass es jetzt irgendwie so eine große Explosion geben würde oder so. Dafür ist der Simulator zu schlecht. Ich hätte dann, selbst auch wenn dazu kommen würde, um die, eine Animation zu machen. So, gleich nähern wir uns dem Flugzeug. Na? Und. Also liebe Airline, ich glaube, ihr habt es ordentlich verkackt. Das sollte normalerweise nicht mit dem Flugzeug passieren. Was ist halt hier? Ich glaube, das ist Lufthansa, oder? Ich glaube, das Zeichen wäre Luft. Oder dürfen die das Zeichen überhaupt verwenden? Also ich kenne mich jetzt auch nicht so aus mit diesen ganzen. Ja. Mit den Luftlinien kenne ich mich jetzt auch nicht so perfekt aus. Also ich kenne da nur so ein paar, halt Lufthansa, Air Berlin, Germanwings, das kenne ich auch, ja, Turkish Airlines und sowas. Ryanair haben wir noch. Oh, dann hatten wir noch eine, als wir von Barcelona gekommen sind. Das war so eine Tochtergesellschaft von Germanwings. Weiß ich aber nicht. Da. Die wollen gerade ausfahren, ne? Also das hätte man dann ein bisschen höher machen sollen, wenn ich es eigentlich da durchpassen. Aber naja, ist ja nicht mein Spiel. Also bei uns auf der Schule würde man jetzt sagen, das hat der Meier programmiert. Aber ich glaube ganz ehrlich, das wäre so ein Meisterwerk von Meier. Okay, mobile Gangway. Ach. Die eine ist ja schon da. Ja, machen wir kurz Platz da, ne? Ich muss hier mal durch. Hallo, ich. Einmal aufstehen. Gangway müde, Gangway muss schlafen. Hat es Gangbang oder Gangway gesagt? Das klang ziemlich ähnlich, finde ich. Ich hoffe, ich habe Gangway gesagt. Ey Junge, was willst du von mir? Husch dich. Tschüss. Alter. Vielleicht sollte auch Flug 2 fertig sein. Ja, okay, was ist gleich? Wir können es auch gleich wieder upgraden. Hallo.
Das wird gemacht. Das kann man sich ansehen. Ja, okay, das muss geupgradet werden. Das muss doch hier bestimmt nicht zum Flugzeug, den wir wollen. Alter, das ist der schlimmste Wagen von allen, finde ich. Nur noch 5 Minuten, dann ist es geschafft. Dann haben wir ein Viertel geschafft. Und es flog. So. Ja, mach mal sofort. Ich grade nur schon mal hier was ab. Das ist die Mobile, glaube ich. Ja, die wollen wir aber noch nicht upgraden. Wir wollen die aufrüsten. Und dann machen wir nochmal die hier. So, Außenreinigung zum Gate. So. Weiter, weiter, weiter. Also jetzt kommt da schon langsam ein bisschen ins Rollen hier. Da kommen jetzt schon die nächsten Flugzeuge an. Was ich aber immer nicht verstehe, warum Gate 1 jetzt auf Gate 1 das Flugzeug inaktiv ist. Das würde mich gerne mal interessieren. Am besten ist das jetzt irgendwie so ein Bug, dass das jetzt bis zum Ende des Let's Play so bleibt. Das muss dahin, ja. Ah ja, was ich auch letztens vom Trivolo und Streetig erfahren habe, dass anscheinend meine Videos momentan nicht in der Abo-Box auftauchen. Würde mich mal interessieren, was wahr ist. Wenn ihr das Video seht, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das würde mich echt mal interessieren. Hey, wieder keine Arbeit. Okay. So. Wir können gar nicht so wirklich was machen. Und das würde auch dann bis zur nächsten Folge ungefähr dauern. Wisst ihr was? Dann machen wir jetzt so. Ich beende dann jetzt hier vorzeitig die Folge. Das wäre mir jetzt quasi 15 Minuten voll. Weil es wäre jetzt Schwachsinn, jetzt auch noch auf die nächste Aufgabe zu warten, weil die wäre dann voll, die Zeit. Also die Aufnahmezeit wäre dann quasi verbraucht, sage ich mal. Deswegen sage ich mal, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.